Oh fuck, die Polizei! What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny Kay. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny Kay meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chap-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch, wife, two kids, 45, find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wayne. Now smile. Yeah, right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. Ja, willkommen zurück zu Let's Play. Gut. Bei GTA 5 mit dem Ameisenkönig. In dieser Folge wollen wir ein bisschen, ja, ein paar Leuten aufs Maul geben. Ich glaube, das wird wahrscheinlich immer so sein, wenn wir Trevor spielen. Ups. I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high-power scope. They say they support local business. Well, we're about to find out if that's true. Oh, ich weiß nicht, was er da jetzt vorhat. Es scheint keine gute Idee zu sein. Oh Mann, Trevor, mach mir keinen Scheiß. So, ich muss mir ganz kurz nochmal mein Mikrofon lauter stellen. Sonst höre ich nämlich mich selber nicht ganz gut. So, wir stellen das schon mal ein bisschen passend. Okay, dann nicht. Ha. Die wollen ja investieren. Mit dem Gewehr kann ich ja Werbung machen. Das wäre ein Investment, ne? Ja, sponsor mich! Hallo! How you feel about brand synergy, huh? TP Industries. Ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. Nein, ehrlich, der gibt mir das umsonst. Der hat so viel Angst vor mir. Ist der geil. Mit Schalldämpfer? Ich dachte... Schalldämpfer und verbessertes Zielfernrohr. Alles klar, cool. Alles klar. Aufrüsten, nee, wir haben es jetzt. Alles klar, cool. Mega geil. Die wissen schon, wie heftig er drauf ist und geben ihm die Sachen direkt. Oh Mann, crazy. Crazy. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, ich war vorhin am Polizisten abballern. Trevor kriegt ja so schnell 3 Sterne. Nein, ich habe nur meine Rolle als Trevor ein bisschen geübt. Ich versuche mich ja immer ziemlich derbe in die Charaktere reinzuversetzen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Oh yeah, baby. Jetzt wollen wir diesen verdammten Bikern eine geben. Ich kann dich nicht glauben. Dass sie diese verdammte Lieblingsstatue von mir kaputt gemacht haben. Of course there are. Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. We are? Yes, we are. Ah, hier. I'm up here. I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Hardware's not here yet. I'm coming up. Alles klar. Dann machen wir mal ganz nach oben. Oh, dann können wir den direkt in den Arsch ballern. Geil, ey. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Enough waiting. This is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right. Got it. Alles klar.
Vertraut er mir ehrlich so derbe? Ich glaube, der hat einfach nur Angst vor mir. Park it and don't let him spot you. Can you see me, Trevor? Can you see me? Ja, verdammt nochmal. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Ein Anfall. Okay, move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Ja, klar. Nein, natürlich nicht. Mal schauen, wie das hier endet. Geil, aber auf Konsole kann ich überhaupt nicht Scharfschützen spielen. Also ein Scharfschützen spielen. Mal gucken. Ihr wisst, ich bin eher der PC-Lover. Was will der denn? Das Maul oder so? Schnell eben nachladen. Geil. So, was will er denn machen? Ah. Geile Idee. Ja, ich weiß, wie es geht, Junge. Was hältst du mich hier eigentlich? Für einen Amateur? Puh. Obwohl ich ihn jetzt eigentlich auch schon hätte ausschalten können. Naja. Komm raus, Schnuckelchen. Komm her, komm raus, komm. Zeig mal dein hübsches, verdammtes Gesicht. Dreckiger Bastard. Halt's Maul. Hab ich doch gesehen. Wo? Den da? Ich dachte gerade schon, wen meint er? Ja. Kein Stress, ey. Ja. Bleib chillig. Come tumbling down. Wo bist du denn? Ach, da, der Verrückte. Ach, wir wollen eine Bombe platzieren. Jetzt check ich überhaupt den Plan. Wo denn? Zack. Oh, scheiße. Schnell. Ich denke die ganze Zeit, dass ich ja schnell machen muss. Deswegen mache ich keine Kopftreffer. Geht doch etwas leichter, als ich gedacht habe. Aber ist immer noch ein bisschen schwierig mit dem Controller. Nein, glaube ich nicht. Ach, Quatsch. Wo ist ein Hubi? Ja, wenn ich ihn jetzt zu sehen bekomme. Jawohl! Friss das! Was habt ihr davon? Ihr Dreckigen. Ah, okay. Ronald, ich glaube, wir müssen den mal retten. Er ist anscheinend ziemlich loyal. Wo sind die Säcke? Hallo? Ach, da. Oh, Moment, wie mache ich es nochmal? Schrot, alles klar. Friss den hier. Aufs Maul. Leg dich nicht mit mir an, Junge. Ist da noch einer? Ich sehe hier keinen mehr. Ja, glaube ich aber auch. Da läuft ja einer. Ehrlich mal. Oh, fuck, jetzt wird's eng.
Friss den hier. Hier links soll auch noch einer sein, sehe ich gerade. Da ist ja einer. Friss den hier. Wow. Alter. Fuck you. Es gibt keine Deckung von mir. Jetzt schießt doch, Junge. Okay, nicht mit mir, Freundchen. Fräulein. Oh. Ich treffe nicht. So. Jetzt. Keine Überlebenden. Jawohl. Ich komme, Junge. Mega. Boah, wie verrückt ist der denn? Friss den hier. Lutscht an meiner AK. Bam. Abschiedsgeschenk von mir. Oh, da bin ich erwischt. Schade. Alter, verpiss dich. Krieg ich schon hin hier. Frist! Das! Erledigt. Ist hinter uns auch was? Das Maul? Ich glaube, ich spinne hier. Denken Sie ehrlich, die können sich mit Trevor Phillips anlegen hier. Zu meinem Flugzeug? Oh nein, sag nicht, dass ich jetzt fliegen muss. Oh nein, bitte nicht. Vamos, vamos. Laber, echt? Scheiße. Oh, jetzt habe ich das übersprungen. Was? Da ist einer an meinem Teil. Oh, oh, ich muss ihn erstmal hier weglegen. Wegkriegen. Verpiss dich, Junge. Seitenruder? Moment. Und Fassrolle, jawohl. Aha, das kann ich noch von San Andreas. Ich glaube, ich habe eben die... Oh, Moment. Shareholder report, Ron. You'd know TP Enterprises has been exploring a takeover of some lost MC business in the armaments and narcotics sectors for some time. And that kind of requires someone to purchase our guns. Right, of course. But Johnny K and the figurine? Recent events, my impending departure included, have only expedited things. Trevor Phillips Enterprises is a far superior organization to the Lost Leather Club. Lost Leather Club. We hope to improve revenue streams, cut overheads, and maximize profit, all that. I wouldn't expect anything less. For one thing, we won't be paying a bunch of idiots to stand around in cowhide sniffing engine fumes. It's important work you're doing out here. God knows, we need a sharp mind running things. I am blessed to be a part of it. Der ist ja echt verrückt, genau wie Trevor. Geil. Mega geil. Der wird anscheinend die Waffen geklaut von denen. Und, oh, ich flieg mal hier rechts runter, ja. Und das macht ja mega fun hier, fliegen. Genau wie bei San Andreas damals. Oh, geil. Und wir haben schon Verkäufer oder Käufer bekommen. Das ist mega geil. Dass wir hier direkt Money machen. Mit der Ware, die wir da gerade geklaut haben. Ich drehe echt ab. Krass, ey. Oh, fuck. Nicht schon wieder das, ey. Ja, es gab's auch was, dann Andreas. Ich dachte, du müsstest... Wie niedrig fliegt er denn? Er fliegt doch total hoch. Alles klar. So. Da vorne ist die Markierung. Und wie mache ich das? Wie mache ich das? Alles klar. Was ist das denn? Hä? Wieso ist er rausgesprungen? Hä? Wie doof ist... was? Ich hab doch nicht Dreieck gedrückt, oder? Nee, hab ich nicht. Völlig behindert, oder was? Ich dreh komplett ab.
Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Ah, okay, wenigstens können wir uns ja noch ein Rennen liefern. Krasser Quatsch, ey. Hä, check ich überhaupt nicht. Ich hab nicht Dreieck gedrückt. Ich hab X gedrückt. Beat me and you'll see. Get better at it, or fly through a barn. Barn slow me down? Yeah, it might do. Or it might kill you instead. I'm just gonna fly normal, and I'll rely on you getting there quicker. You're braver than I thought. Yeah. Over the swamp, boss. Wieso denn, Junge? So the guns are going to Mexico? Mexico, yeah. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? Alright. Er kriegt gar nichts, ich krieg alles. Ist doch klar. Oh Mann, da bin ich mal gespannt, wie loyal oder wie er seine Kameraden belohnt damit. Oh nein, landen. Landen kann ich eigentlich überhaupt nicht. Wo ist das Rollfeld denn? Da vorne? Oh oh. Ob das was wird? Ich bin mir nicht sicher. L3, Fahrwerk ausfahren. Lande, Junge, lande! Oh! Halt an! Nein, was macht er denn? Nein! 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 Ah, oh, nein, die Kühe, geht weg! Oh Gott, es ist doch wohl echt nicht wahr. Also, fliegen kann ich. Aber landen kann ich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Problem von allen Menschen. Aber naja, egal. So, darf ich nochmal landen? Jawohl. Nein, nochmal alles neu. Ich glaube, ich drehe ab. Ich schneide hier mal ganz kurz. Oh, nein, 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 nein. Mach die Triebwerke aus, Triebwerke aus. Oh ja. Ich hab's geschafft. Oh, oh, oh. Oh, ich drehe durch. Ich hab's geschafft. Yeah. Sollen jetzt hier rein oder was? Oh Gott, das kriege ich doch nie im Leben hin. Wenn jetzt, wenn es hier auch noch eine Fahrschule gibt oder eine Flugschule, wie bei San Andreas, dann drehe ich völlig ab. Denn da habe ich nämlich, glaube ich, 20 Stunden gebraucht, um das hinzubekommen. Boah. Oh. Ja, geschafft. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise. Hmm? Managerial innovations. Unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate. Or masturbate. Oh, boss. Ich wusste es. Ich wusste sofort. Ah. Passiert mir auch manchmal, dass ich mich nicht entscheiden kann. Ja, okay, wir können uns Immobilien kaufen. Immobilien. Gekaufte Immobilien werfen Geld ab. Verwaltungsmission absolvieren, um die Mieteinnahme zu erhöhen. Bei irgendwelchen, aha, Kinos oder was? Manche Immobilien können nur von bestimmten Charakteren gekauft werden. Smoke on the Water wahrscheinlich nur von Franklin. Wenn du diesen Hangar kaufst, kannst du Schmuggelmissionen für Oscar erledigen. Ah, da können wir uns so einen schönen Nebenverdienst dazu verdienen. Dazu tun. Oh, geil. Ich glaube, Trevor ist der reichste von allen überhaupt. Kann das sein? 6 Brücken, ein Flieger. Naja. 3 habe ich geschafft. Oh, Kopfschüsse habe ich viele bekommen. Das freut mich doch mal. So viel kostet das Teil denn hier? Oder gehört uns das schon? Lass mal schauen.
Kaufpreis, Einnahmen pro Straßenlieferung, pro Luftfrachtlieferung. Soll ich mir das ehrlich kaufen? Ach komm. Warum nicht? Katsching! Hey, D! Hey, what's up, man? How you doing? Yeah, Oscar, what's up? No, I'm keeping it tranquilo, bro. You know, I mean, demand is crazy down south, man. Crazy! Yeah, well, you know, the feds, they're not supplying the arms to the Mexican criminals, so someone's gotta step it. Oh, yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Yeah, well, that's our freedom's gift to the world. You American? Man, I didn't even know. Anyway, shit, it's gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. You make a couple drops, you come back here. You know, they say that the American industry is suffering, but you and I, we got a good export story. Ah, okay. Ah, I'll be on the radio, man. That's great. Geil, du hast den Mackenzie-Feldhanger gekauft. Dieses Unternehmen sammelt Waffen und transportiert sie von und nach San Andreas. Du erhältst $5,000 für jede Straßenlieferung und $7,000 für jede Luftfrachtlieferung plus Bonus für gute Arbeit. Ah ja, die will ich auch haben. Benutze das Flugzeug oder den Buggy, um eine Lieferung zu erledigen. Aha, geil. Ich glaube, wir machen nochmal direkt so eine mit einem Buggy. Komm, da habe ich jetzt Bock drauf. Buggy Action! So, I'm sitting in a go-kart with nowhere to go. That's an all-terrain vehicle fitted with GPS tracking system, CB radio. That'd be the radio we're talking on, man. We use these to pick up the shipments. There's a plane making a drop soon near a mobile home off East Joshua Road. Make it fast. Those rednecks have been sniffing around. I think you'll find rural American is the politically correct term. And I think the cops got eyes on us, so try to avoid the main roads. Is there anyone who doesn't know about this? Waffenabwehr mag ich auf dem Radar eingestellt. Meide Hauptstraßen. Die Polizei darf mich nicht sehen, oder was? Oh, die Polizei rufe ich sonst auf den Plan, wenn ich zu lange auf der Straße bin. Das ist ja crazy. Verdammt! Okay, through the bush, around the corner. Oh, das ist natürlich mega geil mit so einem Buggy hier. Hatten wir einen Buggy auch? Ja, genau. In San Andreas gab es ja auch einen Buggy. Der hat aber nicht so eine geile Federung wie der hier. Ja, wuhu! Der geht, oh, voll ab. I'll be fucked. So. Da gibt es anscheinend die erste Lieferung. Das ist natürlich mega krass. Das Waffenpaket wurde hier abgeliefert und wir liefern das zu unserem Flugzeug-Hangar. Was denn? Fahr oder lauf in der Nähe des Waffenpakets. Ja. Alles klar. Rivalisierende Schmuggler? Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne, Junge. Alter, verpiss dich! Scheiße, er hat mich getroffen. So ein Homo. Ah, es sind ja so viele. Ah, wir sind ja Trevor, stimmt. Wir sind ja gar nicht mehr irgendwie einer von den anderen beiden. Ah, die können ruhig kommen. Die vögel ich alle im Arsch. Ach Gott, was liegen denn hier Steine rum? Ich glaube, ich spinne. Wer hat die da hingetan? Das Maul? Ah. Wow, yeah. Das geht ab. Sind die immer noch hinter mir her? Kennen die mich nicht, oder was? Alter, verpiss dich. Wow, Moment. Das ist ja mal ein geiles Teil hier. Moment. Alles klar, die werden ausgeschaltet. Ja, krass. So. Coole Scheiße hier. Ich glaube, die haben echt nichts gegen uns auszusetzen hier. Und damit kann man sich ja wirklich eine goldene Nase verdienen. Das ist ja mega einfach. Okay, wird wahrscheinlich schwieriger, aber das macht auch mega Fun. Krass. Yeah. Trevor Phillips Industries. Gesammelte Waffenpistole. Stimmt, habe ich jetzt eine neue Waffe bekommen? Ich habe jetzt eine MP. Also ich hätte eigentlich nur... Moment, weiter. $5,000. Grünes Geld. Oh, es regnet Geld. Ja. Was gibt's denn hier eigentlich noch zu machen? Hier ist ein Müllcontainer. Ja, auf dem Minimap ist so ein Zeichen. So ein Haus. Naja, egal. Okay, cool.
Turbolader und Fahrgestell ist auf Lager. Zu pimpen im Angebot. Achso. Ja, wir haben jetzt anscheinend mehrere Waffen bekommen. Ja, einmal eine AK, geil. Boah, wir haben jetzt viel mehr Waffen als die anderen beiden. Haftbombe, Schrot haben wir ja so oder so gehabt. Unser Scharfschützengewehr. Krass. Geil, ey. Geil, geil, geil. Ja, ich würde sagen, dann beende ich hier mal die Folge. Ich bin der Ameisenkönig und mit Trevor Phillips unterwegs. Trevor Phillips Industries. Yeah! Und wir werden in der nächsten Folge... Oh, Ron schreibt wieder. Wir werden in der nächsten Folge wieder ein paar Ärsche einkloppen, einen Schädel einschlagen, Ärsche verdreschen und Nutten vögeln. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann drückt doch auf Daumen hoch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.